Hallo und herzlich willkommen zu NXT zur nächsten Ausgabe vom, ja, vielleicht besten Roster in der WWE. Ich habe zwei große Ankündigungen zu machen. Erstes Mal, wir haben ja mal bei Raw sehr, sehr viele News gehört. Was war das nochmal? CM Punk steht im Leitermatch. Batista wird zurückkommen. Was kann ich sonst noch sagen? Kleine Info zu mir. Ich habe ja, also bei Skype wissen das manche, Stadtverwaltung Köln. Und ich bin angenommen, ich muss nur noch unterschreiben, dann bin ich Beamter bei der Stadt Köln. Hab mich eben sehr gefreut, war eben die ganze Zeit in Köln, musste noch einen Test machen und dies, das, jenes, kennt man ja. Ja, und jetzt habe ich auch noch Ankündigungen zu heute zu machen. Heute werden wir im Co-Main-Event zwei Jungs sehen, die wir noch bisher gar nicht gesehen haben, nämlich Jay Cassidy und Skinner. Das ist schon mal die eine News. Und die andere News, die ist ja noch viel heftiger, bei NXT... Tag Team Championship Matches. Bisher hat es ja immer ordentlich gerappelt und wir haben das Rematch. Jack Steele und Razadi Champions gegen Kevin Young und Chris Sterling. Und dieses Match wird ein Elimination Tag Team Match. Also das wird der Hammer werden. Nächste News. Und jetzt wird es wirklich knüppelhart. Ihr seht es oben links. 18.01. Livestream Pack Opening. Wir haben es ausprobiert neulich. Alle Einstellungen sind getroffen. Es funktioniert. Erzählt noch euren Freunden davon. Und jetzt die wirklich fetten News. SmackDown, Co-Main Event, Corey Graves gegen Ric Flair, den United States Champion, Submission Match und Ric Flairs Titel steht auf dem Spiel. Habe ich eben so entschieden und das wird auch so sein. Und fürs Main Event könnt ihr euch schon mal richtig warm anziehen. Paul Heyman wird bei SmackDown sein und was das heißt, man kann es sich ja fast denken. Aber wir machen jetzt erstmal mit NXT richtig im Vollgas weiter. Match 1, Adam Rico gegen Luke Arrow. Der Mann, der ja schon so viele Championship-Matches hatte wie kein anderer. Gewinnt Rico oder Arrow? Es ist Arrow. Viktor Kowalski in Match 2 gegen Santino Marella. Der kommt ja schon mal bei NXT vorbei und kämpft da und er verliert. Match 3, Harvey Nero gegen Giuliano Lorenzo. Er gewinnt. Und dann kommen wir zum ersten Match. Jay Cassidy gegen Skinner. Zwei Jungs, von denen wir noch gar kein Match gesehen haben. Deswegen sind die jetzt mal drin. Wurde vorgeschlagen. Finde ich auch ein sehr gutes Match. Ihr kennt die Entrances von den beiden gar nicht. Deswegen halte ich jetzt mal den Mund, damit wir uns auch diese Entrances mal einprägen können. Weil vielleicht, wenn die überzeugen, zukünftige Gesichter der WWE, wer weiß das schon. Making his way to the ring from Germany, Jay Cassidy. Here we go. And approaching the ring, from New Orleans, Louisiana, Skinner! Oh, I am ready for this! So, dann haben wir die beiden jetzt im Ring, Skinner und Jay Cassidy. Ja, Jay Cassidy wollte ja, ist ja aus Deutschland stammend, das wissen ja viele gar nicht. Der will ja erster WWE-Champion aus Deutschland werden. Ich glaube, so hat er es mir mal erklärt, dass er genau das will. Und dann bin ich jetzt mal gespannt, wer dieses Match gewinnt. Wir haben beide noch nie gesehen. Skinner auch noch nicht. Skinner hat aber schon einige Matches auf der Card gehabt. Bestimmt einige gewonnen, einige verloren. Ich kann das auch nicht so einschätzen, weil so genau habe ich das nicht mehr im Kopf. Also wie gesagt, SmackDown könnte eine Hammer-Ausgabe werden. Einmal das United States Champion Submission Match. Ric Flair gegen Corey Graves. Eigentlich wollte der nur ein Submission-Match gegen Flair, aber ich habe gedacht, ja, dem geben wir das Titel-Match. Das könnte sehr interessant werden. Submission ja dann noch besser. Ja, und im Main-Event, wie gesagt, Paul Heyman wird da sein. Und das kann eigentlich ja nur bedeuten, shit is getting real. Ja, und shit is getting real, vor allem heute im Main-Event. Elimination Tag-Match, ganz normales Tag-Team-Match mit Regeln. Allerdings, wenn das erste Cover oder der erste Pin
oder die erste Aufgabe, Kawapin ist dasselbe, wenn das erfolgt, heißt das direkt, ein Teammitglied ist eliminiert und das geht so lange, bis nur noch einer, ein Team da ist. So, Konter von Jay Cassidy, hebt ihn hoch, Facebuster auf die Matte. Klar, ein Sieg hier wäre wichtig, weil wir wissen, Jack Steele, ich kann es ja nochmal ankündigen, es gibt momentan so viele Ankündigungen, aber das muss man ja einfach so machen. Jack Steele bekommt sein NXT Championship Match bei Money in the Bank. Das habe ich ja schon gesagt, das steht fest. Hundertprozentig kriegt er das da. Und was vorher mit Luke Bass passiert, keine Ahnung. Vorher was mit Jack Steele, weil das wissen wir ja. Er kriegt ja das Tag Team Match heute Abend auch noch. Hat ja auch noch den Tag Team Gürtel oben hängen. Er will natürlich doppelter Champion werden, das kann ich mir vorstellen. Wer will das nicht? Und was sollte ich jetzt sagen? Wo war ich gerade? Ja, genau. Ein Sieg in diesem Match kann wichtig sein, weil, was weiß ich, überzeugt man hier, gefällt dem GM, wir wissen das ja, wie das bei dem GM ist, dann ist man schnell im Titelmatch. Frag mal Luke Arrow. Und jetzt vom obersten Seil. Elbow von Jay Cassidy direkt ins Cover. One, two, nein! Das reicht nicht. Was war das denn? Cool, High-Flying-Aktion von Jay Cassidy, der Flying Elbow. Oder der Elbow Drop vom Seil. Diving Elbow Drop könnte man es auch nennen, aber ich sag's Flying Elbow. Das hört sich doch viel besser an. Ja, und Jay Cassidy bisher der überlegende Superstar in diesem Match. Ja, Jay Cassidy. Ja, Skinner kann sich natürlich zurückkämpfen, weil Skinner will ja auch unbedingt gewinnen. Jetzt haben sie mal die Chance, sich zu präsentieren. Dann will man natürlich auch gewinnen. Das ist ja vollkommen klar. Das kann ich jetzt auch gut verstehen. Ja, Clothesline von Skinner. Ja, die Oberarme von Skinner sind ziemlich prall, wenn ich mal so sagen darf. Die Beine sehen daher dagegen eher lurchig aus. Lurchig. Aber ich glaube, Jay Cassidy ist immer noch ein bisschen im Vorteil in diesem Match. Er muss vielleicht mal noch eine harte Aktion bringen, weil dieser Elbow Drop war schon knapp. Das Cover ging bis 2. Ja, jetzt gehen wir raus. Das kann natürlich auch sehr interessant werden. Die NXT Superstars können auch bestimmt draußen ordentlich mal ihre Härte auspacken. Komm, Kommentatorentisch. Ihr wollt die Show haben, die ihr ja verdient habt. Ihr wollt Spotlight haben. Ihr wollt im Rampenlicht stehen. Dann zeigt jetzt, was ihr könnt. Bessere Möglichkeit als jetzt haben sie ja nicht, die beiden. Was jetzt? Shoulderblock da gerade von Skinner. Der Referee zählt. Kommt, Jungs, kein Countout. Der Referee ist schon bei 5 und jetzt rennen beide hintereinander in den Ring. Das ist natürlich jetzt auch wichtig, weil wir wollen natürlich alle eine Entscheidung im Ring haben. Es sei denn, da kommt so ein, was weiß ich, oh my God Moment durch den Tisch. Dann kann ich mit mir reden lassen und jetzt der Facebuster auf den Hallenboden. Wie lange kann Skinner noch durchhalten? Ich bin immer noch der Meinung, dass Jay Cassidy ein bisschen noch immerhin im Vorteil ist. Wie viel kann ich jetzt allerdings nicht sagen. Der Referee schon wieder bei 3. Und wieder kontert Jay Cassidy und durch den Tisch geht dieser Facebuster. Der war ja phänomenal gekontert gerade. Und jetzt Swinging Neckbreaker. Wie heißt denn die Aktion nochmal? Die habe ich schon mal gesehen. 6 und das könnte der Countout-Sieg für Jay Cassidy werden. 7, das sieht gar nicht gut aus, aber jetzt steht Skinner auf, aber der ist natürlich extrem angeschlagen. Die Aktion, der Facebuster durch den Tisch und dann, ja, John Morrison hatte damals diese Aktion, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Mir fällt es auch gerade nicht mehr ein, das ist das Problem, aber sieht sehr cool aus, diese Aktion, aber jetzt muss Skinner mindestens mal seinen Finishing-Move zeigen, weil sonst wird es eng. Der muss irgendwie jetzt Jay Cassidy platt machen, weil lange kann es nicht mehr dauern. Jay Cassidy in einer guten Verfassung. Vor allem, er hat schon den Elbow Drop gezeigt, da war es schon knapp. Dann gerade der Facebuster durch den Tisch. Dann sein Finishing Move hinterher. Das ist also schon, ich glaube, es war sein Finishing Move, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber jetzt Skinner, setz mal zu seiner Move an. Schön, Body Slam. Ganz traditioneller Body Slam und der kann auch Wirkung haben. Jetzt das Cover gegen Jay Cassidy. One, two. Aber auch der kommt raus bei 2. Ja, jetzt ist natürlich ein ganz enges Match. Und jetzt Skinner mit dem Facebuster. Facebuster auf die Matte und das Cover. 1, 2, 3. Und das ist tatsächlich dann doch der Sieg für Skinner. Damit hätte ich jetzt echt nicht mehr gerechnet. Meine Güte. Ja, das war geil. Durch den Tisch, durch. So, Replay genug. Das war der Body Slam und Skinner hat es tatsächlich geschafft. Ja, der wird sich freuen. Ja, ich wollte Skinner gerade mal in Ruhe feiern lassen, hat er sich verdient.
Ja, dann kommen wir jetzt zum Main Event. Skinner hat mich ein bisschen... Ja, erst dachte ich so, er verliert, aber dann am Ende hat er nochmal richtig ausgepackt. Und jetzt, Main Event, Tag Team, Elimination Tag. Da steht so, wie es sein muss. Ich halte jetzt den Mund, weil wenn diese vier Superstars aufeinander kommen, das kann nur awesome werden. Contest is an elimination tag team match. On the way to the ring, representing the Acolytes, from Richmond, Virginia, Chris Stallion. Oh, the WWE Universe letting them hear it. Yeah. And his tag team partner, representing the Acolytes, from Washington, D.C., Kevin Young. Oh, the WWE Universe letting him hear it! Mit richtigem Entrance. Their opponents first, representing the legends from Tampa, Florida, one half of the NXT Tag Team Champions, Rabbit. Now the WWE Universe sure isn't shy about sharing their feelings about this superstar. Representing the legends from Montgomery, Alabama, one half of the NXT Tag Team Champions, Jack Street. So, ich habe extra den Mund gehalten, weil die Entrances sind einfach gut von den vier Superstars. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Die vier in dem Rückmatch. Es ist kein Titelmatch, habe ich schon gesagt. Guckt euch die beiden an. Razor und Jack Steel. Das ist so ein gutes Tag Team. Aber auf der anderen Seite, Kevin Young und Chris Sterling. Man kann auch bei denen nicht sagen, dass die schlecht sind. Die haben beide Teams haben beim Pay-Per-View ein Hammer-Match gezeigt. Dann geht's jetzt los mit dem Elimination Tag Team Match. Ich hab's schon gesagt, wenn Razor und Jack Steel heute Abend gewinnen, dann ist klar, das sind verdiente Champions. Andersrum, wenn Kevin Young und Chris Sterling heute Abend gewinnen, egal wie, das interessiert mich nicht. Wenn sie am Ende als Sieger dastehen, bekommen sie, wenn sie wollen, ein zweites Titelmatch beim Pay-Per-View. Money in the Bank. Also, alles kein Problem, das Match also wieder sehr, sehr wichtig. Und ich bin gespannt. Meine Favoriten in dem Match, das Match ist ja noch nicht so weit, Razor und Jack Steel. Ich bin einfach ein Fan von den beiden. Freue mich einfach immer wieder, wenn ich die sehe. Ich finde die beiden einfach super zusammen. Habt ihr gerade eben allein schon gesehen, wie super die sind. Und das Cover. One, two, three und Chris, nein! Ich dachte, er ist draußen. Und Kopfschere von Razor direkt ins Cover. One, two. Aber umgedreht von Chris Sterling. One, two, three, nein. Ich dachte, das wäre jetzt drei. Razor, sehr gut. Hinten auf den Nacken von
Kevin Young, jetzt wechseln und jetzt kommt The Beast. Jetzt kommt Jack Steele. Komm, Jack Steele, zeig mal, was in dir steckt. Number One Contender auf Luke Bars NXT Championship. Dann zeig mal, was du kannst. Ja, ringt ihn auf die Matte, Armbar hinterher. So, Jack Steele, dann pack ihn dir und wieder. Test of Strange. Die beiden versuchen es die ganze Zeit im Test of Strange. Sehr, sehr gut. Aber jetzt Kevin Young. Fisherman Suplex mit angezogenen Beinen. Schön, Angle Slam, eine Art Angle Slam, könnte man dazu sagen. Und Jack Steele, pam, haut einfach Kevin Young um. Ich liebe diese Matches. Ich bin gerade extra ein bisschen stiller, um mal ein bisschen das Match mehr, ja, wirken zu lassen, um nicht immer alles kaputt zu quatschen. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist er auch so ganz gut. Tag Team jetzt. Schön, hält ihn fest. Big Boot von Razar. Wunderbare Aktion. Ich liebe diese Tag Team Matches von diesen beiden Teams. Die sind einfach immer gut. Immer. Nie ist da Scheiße bei. Es sind immer tolle Matches. So, jetzt Jack Steele. Aber Young. Aber da geht Razar im richtigen Moment dazwischen und Überwurf von Jack Steele. Ja, so geht Teamwork. Natürlich nicht ganz sauber, aber so funktioniert es halt im Business. So, jetzt Jack Steele. Was hat der denn als nächstes vor? Ja, schön. Kick in die Magengrube und DDT auf die Matte. Wieder ein unglaublich harter DDT. Nicht so normaler. Und jetzt schlägt er auf ihn ein. Auf Kevin Young. Und Kevin Young muss aufpassen. Kevin Young hatte mich in den letzten Wochen dann doch schon ein paar Mal überzeugt. Cover One. Weil ich finde, Kevin Young zeigt immer tolle Matches. Chris Sterling auch. Aber halt die anderen beiden auch. Und das Match war halt, wie gesagt, so knapp beim Pay-Per-View. Es war eins meiner Lieblingsmatches, was wir bisher hatten. Ich habe es schon mal gesagt. Ich weiß nicht, wie da eure Meinung ist. Und jetzt der Wechsel vielleicht auf der anderen Seite. Jawohl, Chris Sterling hält ihn fest. Und jetzt Kevin Young. Job! Schön, voll auf die Brust. Und da muss auch ein Jack Steele mal kurz Luft holen, weil Kevin Young ist ja jetzt auch keine leichte Feder. Und wenn der zuschlägt mit seinem Handkantenschlag, dann tut das auch einem Jack Steele mal gut für ein paar Sekunden weh. Wechsel. Chris Sterling jetzt. Wenn natürlich Chris Sterling jetzt hier auch noch Jack Steele besiegen könnte, das wäre natürlich noch extrem cool. Noch extrem cooler. Noch extrem viel cooler, wie auch immer. So, und jetzt Wechsel zu Razar. Nö, doch nicht. Ein Roller von Jack Steele. One, two, nein. Das ist sogar das Cover von Chris Sterling. One, two. Aber was macht Jack Steele? Dreht das hier alles um und rollt ihn ein. Das Cover. One. Aber nö, Chris Sterling kommt raus. Meine Güte, was für Matches. Die hier abliefern und Jack Steele mit dem Big Boot gegen Chris Sterling. Das Cover. One. Aber da kommt er einfach raus, als wäre nichts gewesen. Ich fasse es nicht. Und jetzt Jack Steele. Und wir wissen ja, was das heißt. Macht euch bereit. Und jetzt heißt es. Boom. Uppercut aus dem Seil. Chris Sterling, gute Nacht. One, two, three. Und das ist die erste Elimination. Kevin Young zu spät. Chris Sterling, der erste Mann, der raus ist. Ja, das Match fängt ja schon mal so an, wie ich es will. Also es fängt nicht an, aber es läuft ja schon mal so nach meinem Vorgeschmack. Ich habe ja gesagt, Tag Team Champions gewinnen. Und jetzt ist Kevin Young allein. Und jetzt muss Kevin Young zeigen, was in ihm steckt. Mein Gott, Kevin Young, stellt euch vor, er gewinnt das jetzt. Aber ganz ehrlich, ich habe am Anfang für Jack Steele und Razar getippt und bin auch immer der Meinung, weil ich glaube nicht, dass Kevin Young es jetzt alleine schaffen kann. Es würde mich wirklich beeindrucken, ganz klar. Dann hätte er es wirklich geschafft. Dann wäre er quasi Tag Team Champion geworden. Ja, Chris Sterling hat gute Aktionen gezeigt und jetzt Spinebuster! Spinebuster von Kevin Young, das kann es sein. One! Du, aber jetzt ist Jack Steele da. Der schafft es, das Cover aufzubrechen. Nicht eben wie bei der anderen Aktion gegen Sterling. Da hat es nicht geklappt. Und jetzt taumelt schon wieder Kevin Young. Wie beim Pay-Per-View. Und wieder Razar. Und Powerslam. Nach vorne Powerslam von Razar. Da braucht er alle seine Kraft. Und wieder Razar. Wie beim Pay-Per-View. Springboard Crossbody. Und der landet auch im Ziel. Meine Herren. Meine Herren. Und jetzt Jack Steele. Jetzt kommt der Wechsel, anders als beim Pay-Per-View. Da hat jetzt Razar Schluss gemacht. Es läuft quasi genauso wie beim Pay-Per-View. Und jetzt kann vielleicht Jack Steele dieses Mal Schluss machen. Ich weiß es nicht. Er hätte auf jeden Fall die Chance. Kevin Young müsste angeschlagen sein. Und der Abdominal Stretch, das kann es jetzt sein. Mitten im Ring muss Kevin Young aufgeben. Dann haben wir wieder den Sieg für die Tag Team Champions.
Komm, Junge. Stretch ihn komplett durch. Da muss Kevin Young aufgeben. Der ist so weit weg vom Seil. Entweder er kämpft sich raus. Nein, er klopft ab. Er klopft ab. Und Jack Steele holt den Sieg gegen Razar. Und jetzt rast. Was ist denn jetzt los? Was? Was macht Jack Steele? Was geht denn jetzt ab? Was geht jetzt ab? Jack Steele attackiert einfach ohne Sinn den Referee, wird natürlich disqualifiziert. Jetzt ist Razar der letzte Mann im Ring, aber Kevin Young ist schon weg. Warum gehen jetzt Razar und Jack Steele auf den Referee los? Was ist hier los? Was ist das denn? Was zur Hölle ist denn das jetzt? Und den kickt er ihn in den Rücken. Das kann doch nicht wahr sein. Er kann doch nicht einen Referee attackieren. Das geht nicht. Was ist mit Razar und Jack Steele in diesem Match los? Warum attackieren die den Referee? Half Nelson und Back Suplex. Ich fasse es nicht. Was ist denn mit dem Referee? Sie haben doch gewonnen. Und jetzt steht da natürlich die Kuh für Chris Sterling und Kevin Young. Na, das war ja jetzt mal buggy. Also, das ist ein Bug gewesen. Könnt ihr mir jetzt sagen, was ihr wollt. Ja, schade, dass diese Ausgabe jetzt so endet, aber so ist es halt. Jack Steele und Razar ernenne ich damit zum Sieger. Sie haben das Match gewonnen, danach alles andere war ein Bug. Kein Disqualifikationssieg für Chris Sterling und Kevin Young. Trotzdem ein tolles Match. Ja, schade, dass das dann durch so einen Bug so blöd endet. Trotzdem, hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir sehen uns bei SmackDown. Paul Heyman wird anwesend sein. Das kann nur krass werden. Eat, sleep, conquer the streak. Hell... Yeah!